Hallo. Wer erfolgreich Qualitätsweizen anbauen möchte, der sollte kontinuierlich Stickstoff und Schwefel düngen. Das predigen wir von der Yara schon immer. Und es endet jetzt eigentlich mit der Abschlussbehandlung, mit der Ehrenbehandlung im Winterweizen, wenn man Stickstoff und Schwefel übers Blatt düngt. Beispielsweise mit Yara Vita Tiotrak 4 bis 5 Liter pro Hektar. Aber warum Yara Vita Tiotrak und nicht irgendein Blattdünger? Wer sich daran erinnert, hier stand ich vor ein paar Wochen und habe über Regenfestigkeit gesprochen. Jetzt gewinnt ein anderer Parameter an Bedeutung, und zwar die Netzmittel. Die Netzmittel sorgen dafür, dass die Blattdünger auch bei hohen Strahlungsintensitäten, so wie wir sie jetzt nun mal haben, kulturverträglich sind. In der Abbildung hier sieht man eben einmal einen Blattdünger, der nicht mit Netzmitteln formuliert ist. Der ist rund, der macht einen runden Tropfen. Wir haben eine geringe Fläche für Nährstoffübergang, das heißt eine relativ hohe Nährstoffkonzentration auf einer geringen Fläche. Zudem bündelt er uns die Sonnenstrahlen stärker und kann eben zu Blattverbrennung führen. Anders eben der mit Netzmitteln formulierte Blattdünger, der kann eben einen schonenden Nährstoffübergang gewährleisten, weil wir eine große Fläche haben und bündelt uns auch die Sonnenstrahlen nicht so stark. Und deswegen, wie gesagt, 4 bis 5 Liter Yara Vita Tiotrak mit der Ehrenbehandlung. Ein kleiner Nachtrag zu dem Video, weil ich es gerade in der Praxis gesehen habe. Das ist nicht nur pure Theorie mit den Formulierungshilfsstoffen, mit den Netzmitteln bei Blattdüngern, sondern wir sehen es auch oftmals in der Praxis, hier sicherlich auch noch durch einen Anwendungsfehler, aber wir sehen doch, was unformulierte Blattdünger für einen Schaden anrichten können. Und deswegen lohnt es sich hier auf Qualität, wie beispielsweise in Yara Vita Tiotrak enthalten, zurückzugreifen. Tschüss!